Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen 24-Stunden-Challenge. Ja, es ist wieder soweit. Ihr habt es euch auch so oft gewünscht und ich dachte mir, warum machen wir das nicht einfach mal wieder? Und zwar das letzte Mal durfte ich ja für 24 Stunden lang nur neue Produkte essen oder trinken. Und das war echt eine Herausforderung, weil, ja, nur Neues, das war wirklich nicht leicht. Aber diesmal dachte ich mir, versuchen wir für 24 Stunden lang nur von Action-Produkten zu leben. Also das heißt, essen und trinken nur von Action. Ist das machbar oder nicht? Das finden wir heute heraus. Schmeckt das Ganze auch? Becky testet es für euch. Ich habe das ja mal mit Teddy gemacht, schon vor langer, langer Zeit. Und das war echt schwer, Leute. Also, da gab es nicht so viel Auswahl. Also, find da erstmal Mittag, Abendessen, was Anständiges. Das war reinste Katastrophe, ich erinnere mich noch. Jedenfalls war ich dort aber schon. Also, falls ihr euch fragt, so, gibt es überhaupt viel Auswahl? Seht am besten selbst, das zeige ich euch gleich. Weil ich habe das schon erledigt, also nicht wundern, dass ich da andere Nägel hatte. Damit ich auch früh mit der Challenge jetzt starten kann. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass ich das auch noch mit DM mache. Oder mit anderen Läden. Ihr könnt gerne eure Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und ja, würdet ihr das schaffen, nur mit Action-Produkten zu überleben? Lasst es mich wissen und ich würde sagen, let's go! Ich zeige euch jetzt meine Shopping-Ausbeute, beziehungsweise als ich shoppen gegangen bin. Okay, Leute, hier ist meine fette Tüte von Action. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe auch noch ein paar andere Sachen besorgt. Aber da ist das ganze Essen drin. Und jetzt machen wir uns was zum Frühstücken. Ja, Mann, ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe es. Weil ich hatte irgendwie sowas im Sinn, aber keine Ahnung, ob das so ganz so funktionieren wird. Aber ich glaube, es wird schmecken. Es ist zwar nicht das gesündeste Frühstück, aber egal. Das vergessen wir mal ganz schnell. Ist es jetzt gerade nervig, dass die Spülmaschine an ist? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall werden wir was in der guten alten Pfanne machen. Und ich habe sogar passendes Öl gefunden, Leute. Also wenn das nicht voller Einsatz ist, dann weiß ich auch nicht. Seid ihr stolz auf mich? Ich hoffe schon, ne? Weil, hallo? Ich brauche was, damit ich das erhitzen kann. Es gibt warmes Frühstück heute. Dann hätten wir einmal Tee im Angebot zum Trinken. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Frühstück. Sorry, wurde wieder abgelenkt. Übrigens fällt mir gerade auf, dass fast alles, was ich in der Tüte habe, doch tatsächlich irgendwie Essen ist. Ist das jetzt gut oder schlecht? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Frühstück. Bam! Wraps, aber die will ich in der Pfanne halt erhitzen und daraus so eine Art Crepe machen mit der kleinsten Nutella der Welt. Oh mein Gott, wie süß kann man bitte sein? Ich möchte dich gern adoptieren. Also ich habe dich adoptiert, aber ich werde dich essen. Ich werde dich essen! Ansonsten habe ich nichts gefunden. Das andere war mehr Mittagessen und ja, ich brauche was zum Frühstücken. Und manche Leute essen auch Nutella-Brot, okay? Weil ich konnte sonst nichts da drauf machen. Es gab nicht Käse oder so, ist ja klar, ne? Wie sollen die das auch lagern? Also Käse im Action ist ein bisschen weird. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie sowas geben wird. Kichererbsen auf dem Wrap allein ist auch nicht so das Wahre. Also ich stelle mir es ein bisschen trocken vor. Und das Einzige an Aufstrich, was es da gab, war Nutella. Why sieht das so komisch aus? Muss ich mir Gedanken machen? Geh rein. Bro, Alter, ist es dein Ernst? Oh, Mann. Spülmaschine geht richtig ab hier. Hört sich irgendwie so schaumig an. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, euch zu zeigen, wie spät es ist. Wir haben 9.24 Uhr. Und das Öl ist schon mal geschmolzen. Alter, wie soll ich das machen? Warte, es gibt eigentlich so ein Gericht, so ein spanisches oder halt so ein südamerikanisches, das nennt man Quesadilla und eigentlich ist es im Prinzip dasselbe. Warte, ich muss nochmal flippen. Es ist ein hässliches Crepe geworden. Tada! Frühstück voll schnell fertig. So Leute, jetzt... Oh mein Gott, voll beschlagen. Ich wollte euch nur gerade schön zeigen, wie ich meinen Tee mache und jetzt ist das ruiniert. Und dazu gibt es was Gesünderes und zwar ein Joghurt und Bananen... Quetschi. Ja, das ist mein ganzes Mahl, Leute. Es riecht auf jeden Fall schon mal richtig gut. Irgendwie erinnert mich das an McDonald's. An diese Toastdinger, die man morgens da manchmal kaufen kann. Oh mein Gott, Leute, das schmeckt wirklich lecker. Komplett aufgegessen. Oh mein Gott, die waren richtig, richtig gut. Und jetzt probieren wir das hier mal aus. Also, ich bin ehrlich, ne? Ich bin nicht so ein Riesenfan von solchen Quetschis. Eher von, nur Frucht oder so, aber nicht unbedingt mit Joghurt. Keine Ahnung. Aber mal gucken.
es ist noch haltbar. Okay. Schmeckt irgendwie ganz seltsam, Leute. Ich weiß nicht so ganz, was davon halten soll. Oh mein Gott, der schmeckt so viel besser. Meine Rettung! Meine Rettung! Und ich bin wieder zurück mit meiner traditionellen Candy Challenge. Ja, die darf einfach niemals fehlen bei einer 24-Stunden-Essen-Challenge. Und ich sag's euch, Leute, bei Teddy, bei, glaube ich, Kick, da gibt's ja auch Süßigkeiten und so. Oder bei Action muss man sich nie Gedanken machen, keine Süßigkeiten zu finden. Weil davon gibt's massig. Und heute gibt's einen Special Guest. Der gute alte Bernhard. Ja, er ist auch wieder am Start. Oh mein Gott, ich hoffe, er fällt nicht um. Nutella, be ready. Die habe ich vorher noch nie gegessen. Ich weiß, die gibt's hier und dort mal im Supermarkt. Aber die hatte ich vorher noch nie. Und die gab's bei Action. Die habe ich einfach mal mitgenommen. Wollt ihr auch einen? Da sind ganz viele Riegel drin. Oh mein Gott. Das ist schon groß. Ich hätte mir das jetzt irgendwie kleiner vorgestellt. Alter, das ist mächtig. Guck mal, wie viel Nutella da drin ist. Boah, ein so ein Riegel hat bestimmt mehr als dieses Mini-Glas. Dann hatte ich noch die hier gefunden. Hershey's gibt es einfach mal bei Action, Leute. Wie cool ist das? Also das ist mega nice. Oh, wow, der sieht richtig schön aus. Boah, ich liebe die Schokolade. Boah, so lecker. Guckt euch einfach mal diesen Keks hier an. Bernhard, willst du auch mal? Nein? Okay, umso mehr für mich. Dann habe ich mir hier was Salziges mitgenommen. Dorito Bits Sour Cream Flavor. Keine Ahnung, ob das lecker schmeckt. Aber ich glaube schon. Die riechen auf jeden Fall schon mal gut. Aber die sind voll klein. Alter, guckt euch das Bild an und guckt mal die Realität an. Aber die schmecken lecker. Oh mein Gott. Wow. Und jetzt, Leute, kommen wir zu meinem Favorit. Auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Seitdem ich das habe, ich kann es kaum abwarten, das zu probieren. Und zwar diese beiden Schätze hier. Ja, also einmal Bubblegum Limo, okay? Das ist übrigens ohne Zucker. Und, oh mein Gott, darauf freue ich mich am meisten. Geburtstagskuchen, also Birthday Cake. Ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Also Geburtstagskuchen in flüssig. Na, hört sich eklig an. Sorry. In Limo. Riecht das überhaupt mit meinen Nägeln auf? Keine Ahnung. Ich habe immer einen Struggle bei solchen Dosen. Riecht irgendwie wie Red Bull. Oh mein Gott. Es ist gar nicht so süß, wie ich dachte. Also es schmeckt schon süß, aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Der Geschmack selber ist irgendwie süß. Aber es ist eigentlich nicht so süß. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das beschreibe, aber es schmeckt lecker. Oh mein Gott, mein Akku ist gleich leer. Hilfe! Okay, Prost, Leute. Prost. Oh mein Gott, das riecht wie Kaugummi. Okay, was habe ich anderes erwartet? Ist ja auch ein Kaugummi-Getränk, aber... Oder schmeckt das nach Red Bull? Alter, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was da steht. Festtagskuchen? Birthday Cake in real life? Ich weiß es nicht. Aber ich fand, die sahen ganz gut aus. Die sind voll weich. Die riechen auch lecker. Oh mein Gott, das hätte ich gar nicht erwartet. Die sind so nice. Und ich habe mir noch ein Fidget Toy mitgenommen. Die hatten ganz viele Fidget Toys. Und zwar so ein Quetschball hier. Und der ist übelst nice. Guck mal, der ist pink an. Wie schön sieht das bitte aus. Und es gab noch Unicorn Slime. Schwibbel, schwabbel. Schwabbel, schwabbel. Ich wünschte, ich könnte so einen Slime selber machen, aber kriege ich niemals im Leben hin. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, Leute. Ja, und ich werde jetzt noch ein paar andere Sachen erledigen und wir sehen uns dann beim Mittagessen wieder. Und ja, ihr könnt hier gespannt sein, was das sein wird. Wir haben es jetzt 14.37 Uhr und ich habe ja gesagt, ich hatte nicht viel Auswahl. Es gibt Käsenudeln. Es gab ja noch andere Sorten, aber ich dachte mir, das wird mir wahrscheinlich am ehesten schmecken. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal. Und angeblich ist es in 7 Minuten fertig. Also wenn das nicht schnell ist, dann weiß ich auch nicht. Richtiges Fastfood hier. Und ich habe auch Wasser dort gefunden. Meine Rettung, Leute. Und zum Nachtisch könnte man Bananenchips essen. Langsam wird es cremig. Und was es bei Action gab, das hier. Vielleicht könnt ihr euch ja noch dran erinnern. Die hatte ich ja schon mal. Ob ich die aber heute noch backe, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Also eigentlich sieht es gar nicht mal so schlecht aus. In der Kamera, glaube ich, ein bisschen blass. Aber in Realität ist es echt schön gelb und sieht so richtig schön nach Käse aus. Also ich muss ehrlich sagen, es ist zwar machbar, was zu finden, aber mir fehlt irgendwie schon das Gemüse. Ehrlich jetzt. Also so beim Mittagessen vor allem. Nur Nudeln esse ich eigentlich gar nicht. Aber ja gut, ich hatte ja keine andere Wahl. Gemüse gab es nicht, außer diese Kichererbsen in der Dose. Das war das Einzige, was ich gefunden hatte. Schmeckt das überhaupt nach Käse?
Ich schmecke nur, dass es irgendwie salzig schmeckt, aber ich schmecke irgendwie nicht den Käse. Ein bisschen Obst, ne? Obst muss auch sein. Trockenobst. Also das Mittagessen war in Ordnung. Ich habe was Warmes wenigstens hinbekommen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann heute Abend beim Abendessen wieder. So Leute, wir haben es jetzt abends und das heißt Teriyaki Chicken mit Nudeln. Das kann man angeblich in 2 Minuten einfach in der Mikrowelle machen. Also bin ich echt gespannt, ob das tatsächlich gut schmeckt und funktioniert. Und als Getränk habe ich das hier mitgenommen. Durstlöscher Wassermelonengeschmack. Und ich habe mein Deckenhoodie angezogen, deswegen sehe ich sehr breit und plüschig irgendwie aus. Soßen rein, zu, ab in die Mikrowelle, essen. Okay, werde ich schon irgendwie hinbekommen. Aber dazu brauche ich auf jeden Fall beide Hände. Ja gut, sieht sehr appetitlich aus. Nicht wundern, warum hier Creme dran ist. Es war viel zu heiß, Leute, und das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall ist echt nicht viel drin in der Packung. Ist gerade mal weniger als die Hälfte. Ist gerade mal ein Viertel oder so. Okay, dann wollen wir mal hier probieren. Also die Soße schmeckt echt lecker. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen irgendwie verrühren, aber ich habe mir es irgendwie schlimmer vorgestellt, weil das jetzt ja echt nicht so toll aussah. Aber es schmeckt. Ja, und die werde ich jetzt aufessen und nebenbei Film gucken. Und zwar gucke ich die Croods an. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh dann nochmal wieder. Dann zeige ich euch noch, was ich zum Frühstück essen werde. Und dann sind wir schon fertig mit der Challenge. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, ich bin echt überrascht, dass ich so Mahlzeiten hinbekommen habe und dort was gefunden habe dafür, weil ich habe echt mit Schlimmerem gerechnet. Ich hatte ja wenigstens was Warmes zum Mittag und was Warmes zum Abend. Und ja, ich hatte 3 Mahlzeiten. Paar Snacks noch. Es war jetzt zwar nicht das Gesündeste, aber es war ja irgendwie klar. Aber ja, es schmeckte eigentlich ganz gut. So Leute, wir haben es jetzt den nächsten Tag und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch zeige, was ich zum Frühstück essen werde. Und das zeige ich euch jetzt. Und das ist für heute mein Frühstück. Pancakes wieder mit Nutella. Eigentlich könnte ich auch Nutella weglassen. Ich glaube, ich werde nur so den Pancake essen. Aber ja, das gab es als Set mit einer kleinen Pfanne dort. Wirklich jetzt. Und dann habe ich noch das als etwas gesünderes gefunden. Und solche Goji-Beeren. Auch wenigstens etwas gesünder. Also ich muss schon sagen, das ist schon irgendwie so eine kleine Mogelpackung, weil das Größte und Schwerste ist wohl die Pfanne. Ja, ganz cool. Aber Leute, nur so ein kleines Tütchen mit einer Backmischung für die Pancakes. Ja, dazu gab es halt noch so ein kleines Ding hier mit Nutella. Das mache ich aber jetzt in der großen Pfanne hier. Er ist einfach nur ugly. Ich habe das Gefühl, hier ist ein Gesicht. Seht ihr das? Er guckt nicht gerade freundlich und nicht gerade happy. Aber da stand nur mit Wasser machen. Da kam weder ein Ei rein, noch Milch, sondern nur Wasser. Und das werde ich jetzt frühstücken, ganz kurz zeigen und wieder weg damit, damit man die Hässlichkeit nicht sehen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ich habe euch so, so lieb. Bye!